Dann haben wir hier. Oh, wir können hier eigentlich auch so einen kleinen Steg noch bauen. Weil wir es können. So, dann muss ich aber noch mal kurz an die Werkbank. Natur behalten. Haben wieder ein paar. Zack. Fehler. Merke ich sehr, wir haben natürlich keine Axt dabei. Ach. Tun, als wäre das. Ja, das ist gut. Bisschen überwuchern hier. Erde ist alle. Naja, gut. Inventar voll. Kiste oben muss gefüllt werden. Ach so. Nee, egal. Brauchen wir keine Durchsicht auf den, oder? Weil es ist eh ein Stück weiter hinten. Deswegen auf den internen Hafen. Hast du Angst, ne? Ja, tolle Fackel bist du. Tolle Fackel. Da muss ich halt hier, guck mal, die letzten Kisten kann ich nochmal voll machen. Kabel. Die Axt kann ich mal mitnehmen. So. 29 Level haben wir. Mit. 29,5 Level. Grandios. Überragend. Über 200 Schnitzel. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich brauche so viele Minecarts, dass ich oben eins habe und unten. Ja, funktioniert ja auch nicht. Wenn wir dann hochfahren und beide oben sind, ist ja auch Quatsch. Egal, wir laufen ja ein Stück. Versuchen gleich nochmal die 30 Level dann voll zu kriegen. Oh, wir noch die Treppe. Oh, ne, wir Treppe. Obwohl, wir können hier runterfahren. Unten haben wir, glaube ich, keinen. So. Geht Gas, aber nicht. Kohle. Kohle, Kohle. Und zwar gesagt, ich glaube, das war sogar bei diesem Vorkommen. Sieht eigentlich ganz schön aus, wenn man hier auch welche lässt. Ein bisschen passend für die allgemeine Mining-Situation. Wenn man natürlich angedeutete Höhlen hat, so hier. Oder angedeutete, angefressene, unbearbeitete Steine, ist natürlich auch so verkehrt. Da. XP bitte.
nicht. Das ist eine Menge Kohle. Das ist eine Menge Kohle. Ich freue mich, wenn wir eine Fortune Axe haben. Ja, eine Pickaxe. Dann können wir noch krasser den Shit machen. Mehr Kohle, dann haben wir gleich schon 30, dann gehen wir wieder hoch, dann wieder runter und dann gehen wir was und dies und das und jenes und alles und bin gespannt, was wir gleich kriegen. Nein, uns fehlen vielleicht drei Kohlevorkommen. Renn, Junge, renn! War klar, dass wir noch was finden hier. Vielleicht doch drei. Oh. Awesome Predictor. At work. Boah. Ich packe ein Platzieren auf den Rohstoffen, die man abbaut. Gehört auch zu einem meiner besonderen Fähigkeiten. Die ist definitiv wert, im Lebenslauf zu erwähnen. Hier, komm. Da oben. Direkt ins Haus. Wir replenischen unsere Kohlevorräte innerhalb der Öfen. So. Ein Eisen noch einschmelzen. Pickaxes eine mitnehmen. Obwohl, nehmen wir alle mit. Wie die anderen können wir auch noch gucken. Da irgendwas rauskriegen. Vielleicht jetzt noch mehr als 9 Level. Und es ist schön, dass nicht mehr dass alle Level dann weg sind. Ja. Oh. 2. Breaking 1. Ist doch langweilig. Ja, wir sollten es auf jeden Fall das nächste Mal ausprobieren mit deutlich mehr Bücherregalen. Regelern, die der korrekte Plural. Ein Regal, Regeler. Könnte auch ein Name aus einem RPG sein. Regela, die. Ja, irgendein Titel noch dazu, der nicht passt. Regela. Einfach sowas wie Regela, die Unbarmherzige. Regela. Die Einhornprinzessin. So. So, was haben wir jetzt noch zu tun? Wir bringen nochmal den weg. Gehen hier so schnell nicht mehr wieder weg. Was? Weg. Travel. Brauchen wir alles. Wie bist du? Guckst du mich an? Guck mal, er sucht sich echt einen perfekten Spot für Fackeln, ne? Da unten ist wirklich ein bisschen dunkel, könnte man machen. Nicht doof, ne? Bist nicht doof. So, eigentlich wollte ich auch noch gerne einen Kamin oder so hier haben. Ich meine, Brick haben wir noch, aber ich finde, das passt dann... Oh, nee, wüsste nicht, wo wir den am besten hinpacken, außer hier. Aber hier ist so viel Holz. Müssen wir uns... dreifach, fünffach absichern. Oh ja.
Und ich überlege echt gerade über ein... Ah, eigentlich müssten wir nochmal ins Nether und das Portal neu machen. Allerdings ja mit Positionen. Hier, Efficiency 4 nehmen wir mal mit. Den brauchen wir. Den brauchen wir nicht. Okay. So, wir müssen erstmal unsere Position rausfinden hier. Dann mache ich das jetzt mal. So, wir drücken jetzt mal F3. So, tatsächlich sind wir bei YZ. Müsste ich mir eigentlich mal aufschreiben. Oh Gott. Entschuldige mich, ich suche mal kurz einen Stift oder so. So. 410 X. Dann 117 Y. Net minus 139. So. Wenn wir das jetzt alles durch 8 teilen, weg. Achso, wir können erstmal gucken, wie die Position hier ist gleich. Oh Gott. Greifen wir uns nicht einfach so an. Ne? Okay, 68. 114, ziemlich nah dran. Minus 7. Ja, das kommt ja vorne und hinten nicht hin. Der X-Wert kommt noch annähernd hin. Auch nicht. Ja, das ist schwierig jetzt. Müssen zu. Da gehen wir. Wir müssen nach oben dann, ne? Oh Gott. Erstmal muss ich gucken, welche. Okay, also X-Wert können wir eigentlich fast lassen. In die Richtung. Dann müssen wir Y anpassen. 114. Da 117 durch. Ah ne, das ist der Wert. Okay, das ist die Höhe der Y-Wert. Okay. Wir müssen aber den letzten angleichen, so durch 8. Das müsste ungefähr hier sein, ne? Ich will nur mal gucken, was passiert, wenn wir es hier aufstellen. Ziemlich verkackt, wenn wir einen Stein verlieren. Mit ziemlich meine ich ziemlich, ziemlich. Nur 10, oder? Machen wir denn. Achso, weil es sich so ein. Ah. Sehr gut, wir können natürlich alle mitnehmen dann. Zur Sicherheit. Huch, Fehler. Ah. So, dann gucken wir mal, was wir noch angleichen können. Also ungefähr. Sagen wir mal. Hier wäre schon mal ein. Warte mal, durchgucken. Ja, so. Müssen wir eigentlich noch den X-Wert richtig anpassen. Das wäre weiter in die Richtung, ne? Wenn das jetzt nicht klappt, dann lassen wir es. Machen wir die korrekten Werte raus. Unser 410 durch 8 sind 50. Ah, nicht ganz. 51,25. So, 117 durch 8 sind 10, 14,
14,475. So. Ja, die Kommazahlen sind egal. Ich mach's nur leider gerade im Kopf. Und Z ist dann ja. Den werde ich gar nicht teilen müssen. So. 139. Ja, sind dann ja. 17. 17,3 irgendwas. Minus 17, irgendwas. So, dann. Zack. Also hier. Der Wert müsste 50 sein. Ein ganzes Stück in die Richtung. Schaffen hier. Oh Gott, die geht so schnell kaputt dadurch, durch sowas. Bescheidene Aktion. Also. Oh Gott. Darüber habe ich nicht nachgedacht, dass das hier passieren kann, natürlich. So. Wir sind jetzt bei 50 und 17. So. 2, 3. Zack. Zack. Könnte passen. Vielleicht. Bin gespannt. Wir sind so gut. Drei aus, ich möchte die Position nicht haben, ich werfe den Zettel auch gleich weg. Interessiert mich nicht. Aber dann haben wir das schon mal ziemlich schnell, ziemlich gut gefixt. Gut. Ich nenne dich Fackli, oder? Ja, ist egal. Schön. Haben wir das auch? Das heißt, da können wir eigentlich auch bald mal eine Expedition machen. Ein bisschen Glowstone und so. Bescheid. Oh, die Kühe trauen sich langsam vor. Welch Wunder. Ja, Hühner brauchen wir auf jeden Fall noch, ne? Ein großes Manko in unserer Farm. Uns fehlen noch Hühner. Ganz viele Hühner. Was fressen Hühner? Ich weiß es nicht. Eier? Ich weiß es nicht. Wir können mal noch ein paar Eiern suchen. Abkürzung! Hallo, Schafe. So. Da hinten waren so viele Hühner, oder nicht? Sollen wir uns da ein bisschen unter das Volk mischen? Oder auch nicht? Ich weiß es noch nicht. Mal hier rüber. Ich möchte jetzt mal bitte unseren Mineneingang sehen, von oben. Das. Kann man den richtig sehen? Ja. So, so. Up the hill. Ja, haben wir keine wirkliche Sicht drauf. Wenn wir noch höher gehen vielleicht. Ja. Ah, ein Ei. Ich glaube, wir müssen hier warten. Kriegen wir keine Eier. Hier sind so viele Hühner. Aber
Nur eins scheint bisher sich dem Legen hingegeben zu haben. Ne, zwei sogar. Eine hier hat seine eigene Höhle hier gebaut, wie man sehen kann. Alles nicht so, guck mal hier, nee, das geht nicht. Halt Hühner, ne? Nicht so die Baumeister dieser Ära. Vielleicht haben sie früher im Hinurianischen Zeitalter ein bisschen mehr geschafft, aber inzwischen eine untergehende Rasse. Nun gut. Habt ihr noch mehr? Ja, ja, die Eier für mich. Ah, ja. Das da. Ach ja, ach ja. Also wir haben wirklich noch aus keinem, wir haben zwar jetzt noch nicht, wir haben vielleicht 5 Eier oder so insgesamt gehabt, aber aus keinem irgendwas gehabt. Wenn wir das erste Ei weggeworfen haben, sollten wir danach eigentlich gar keine Probleme haben, weil wir dann ohne Ende von dem Shit bekommen. Dafür muss es allerdings erstmal klappen und die Chancen stehen nicht gerade gut. Ja, die Chancen stehen nicht gerade gut für uns dabei. Hier noch so viel zu sehen, ey. So viel zu machen. Oh, hier. Die großen Kletterer. Ja, was sagt ihr jetzt? Ich bin jetzt ganz oben hier. Da ist noch ein Ei. Nein! Nein, es schneit! Kann ich mir sagen, ob es hell oder dunkel ist? Es ist einfach. Ich wollte mich gerade. Ach, egal. Ich wollte von oben rüber gucken. Nochmal. Ganz oben. Ja. Das sei mir nicht vergönnt. Ja. Damit 5. 5 habe ich da gerade 4. Ne, 5 Eier. Ne? Also gar keine schlechten Chancen hier mal das erste rauszubekommen, ne? Man kriegt, kann sogar theoretisch, glaube ich, mehr kriegen. Auch Zwillinge und Drillinge. War das so? Oder verwechsel ich das gerade mit Ark? Das war nur hier auch so inzwischen. Ach, keine Ahnung. Ich mache mal auf dem Rückweg. Oh, da ist noch eins. Lass sie natürlich auch leben. Und dann Freilandhaltung hier. Ich sehe nicht mal unseren Berg. So neblig ist das. Ja, gar nicht. Doch, so, jetzt langsam hier die leichten Umrisse und die Lichter. Gut. Ups, was essen? Keine Wettermaschine hier oder so, die uns von solchen Qualen hier erlöst. Natürlich gehört auch zum Spiel. Ich beschwere mich immer mehr, als ich sollte. Wenn man in den richtigen Räumen ist, sieht das ja vielleicht auch nicht schlecht aus. Ein leichten Glow hat alles. Welch Ausblick. Welch Ausblick. Kann man ja fast dem Nichtstun frönen. Nun gut, wir haben Eier. Wir werden Eier werfen. Das, okay, Zuckerrohr, habe ich gerade überlegt, ob ich das vielleicht.
ersetze mit den Hühnern, aber nö. Die hätte ich gerne mich ein bisschen separat.